Die Demokratie ist eine der größten Errungenschaften unserer Zeit. Dass ich in diesem Land leben darf, in einer Demokratie, dass ich auch sicher demonstrieren kann, das ist unglaublich wichtig und da bin ich dankbar für. Und genau diese Privilegien, die aus der Demokratie kommen, die muss ich deswegen nutzen, um auf dieses unfassbare Unrecht aufmerksam zu machen, was gerade in diesem Land auch passiert. Aber nutzen Sie die Mittel wirklich, weil Sie es gerade sagen? Ich glaube, Sie nennen es friedlichen Widerstand. Aber was ist daran friedlich? Genau, wir haben in den letzten Jahren alle Mittel, die uns vorgelagert sind, ausgenutzt. Ich bin politisch aktiv, seit ich jung bin. Meine ganze Schulzeit habe ich mit Demonstrationen verbracht, mit Petitionsschreiben verbracht. 1,4 Millionen Menschen waren auf den Straßen. Und dann ist ein verfassungsfeindliches, Sie haben es selber gesagt, verfassungsfeindliches Klimapaket erlassen worden. Und das Zeitfenster, in dem wir handeln können, das schließt sich. Das ist nicht, wir können in 10 Jahren ja irgendwann noch mal handeln. Ich kann noch jetzt Jura fertig studieren, dann bin ich vielleicht irgendwann selber in der Politik, dann kann ich das ändern. Das ist nicht so. Das Fenster schließt sich. Ja, aber so macht man nicht Politik. Man geht nicht hin und sagt, ich habe folgende 2 Wünsche. Ich begehe so lange Straftaten, bis die erfüllt werden. Und dann soll ich mich dafür rechtfertigen, warum wir anderer Meinung sind. Das ist genau andersherum. Wir haben uns alle an Recht und Gesetz zu halten. Und wenn eine Bundesregierung erstmal, jetzt lassen Sie mich ausreden, wenn eine Bundesregierung erstmal anfangen würde, auf eine solche Verhandlungstechnik zu reagieren, dass Leute sagen, okay, wenn ich Straftaten begehe, dann werde ich belohnt. Dann ändern die ihre Meinung, weil ich die erpressen kann. Dann kommen wir in Teufelsküche. Das kann ich wirklich nur jeder Regierung, egal in welcher farblichen Zusammensetzung sie agieren, dringend von abraten. Ich sehe da schon Probleme. Das System, der Staat ist jetzt noch nicht, dazu sind es Gott sei Dank viel zu wenige, deswegen noch nicht in Gefahr. Aber man muss schon klar sehen, das sind Menschen unterwegs. Das ist, und da bin ich völlig bei Herrn Buschmann, nicht akzeptabel in unserer Demokratie. Man darf für seine Meinung kämpfen, man darf werben, man darf auf die Straße gehen, demonstrieren und so weiter. Und das haben zum Beispiel Fridays for Future ja intensiv getan und Tausende sind auf die Straßen gegangen. Gar keine Frage. Das ist eine Beteiligung am demokratischen Bildungsprozess. Aber zu sagen, ihr macht es immer noch nicht so, wie wir das wollen und deshalb wollen wir euch zwingen, und das sind ja die Botschaften da. Das hat die Mehrheit der Menschen immer noch nicht eingesehen. Und da erklären die, wir sind aber klüger als die Mehrheit, wir sind klüger als die Menschen, wir sind klüger als die im Parlament. Und deshalb müssen wir das mit Gewalt durchsetzen. Das ist nicht akzeptabel. Wenn das jeder so machen würde, das ist in der Tat so, wenn das jeder so machen würde, der von etwas überzeugt ist, sagt, die anderen haben alle keine Ahnung und ich setze es jetzt mit Gewalt durch, dann würde in der Tat unsere Demokratie infrage gestellt werden. Grundsätzlich sage ich nein. Das ist im demokratischen Spektrum so lange möglich, wie man weiß, dass wenn man eine Straftat begeht, dann wird man hinterher dafür bestraft. Das ist ganz eindeutig so im Rechtsstaat. Da geht es, finde ich übrigens, nicht, dass man Leute vorher schon mal einsperrt, wie das in Bayern ja der Fall ist und möglich ist mit dem Polizeigesetz, was es dort gibt. Das finde ich völlig inakzeptabel und da gibt es ja auch Verfassungsklagen dagegen. Aber es gibt eben auch nicht nur das. Es gibt auch das Verfassungsgerichtsurteil vom letzten Frühjahr. Und das sagt uns ganz klar, die Nicht-Einhaltung des 1,5-Grad-Pfades, nicht ausreichende Klimaschutzmaßnahmen sind verfassungsfeindlich, also weil sie die Zukunft der kommenden Generationen nicht berücksichtigen. Und deswegen ist natürlich ganz klar, wenn wir über die Frage von Recht und Gesetz reden, was wir einhalten müssen, Paris einhalten müssen, den 1,5-Grad einhalten müssen, dann geht es auch um jedes nicht gebaute Windrad. Dann geht es auch um jedes Dach, wo keine Solaranlage ist. Da geht es um jeden Beamten oder jeden, was weiß ich, der eine Genehmigung erteilen muss, der zu langsam arbeitet. Alles das geht es auch. Ich halte den Vergleich mit der RF natürlich für völlig übertrieben. Die RF hat Kaufhäuser angezündet, hat Menschen ermordet. Das ist etwas völlig anderes. Den Vergleich halte ich für unpassend. Den Alexander Dobrindt, den Herr Dobrindt gemacht hat. Auf der anderen Seite ist es so, wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat. Im demokratischen Rechtsstaat geht man nicht los und setzt die eigenen Anliegen gegen Recht und Gesetz durch. Und in der Demokratie versucht man auch nicht, Regierungen oder Parlamente zu erpressen, indem man ihm sagt, wir werden jetzt fortgesetzt Straftaten begehen, wenn ihr nicht das tut, was wir euch sagen. Das ist nicht in Ordnung und gerade in einer Zeit, in der Demokratie und Rechtsstaat von außen und innen bedroht sind, muss man das auch klar machen. Ich bin sehr dafür, dass Leute ihre Meinung sagen, auch kritisch sind, auch irritierend sein können und uns auch quälen mit Argumenten und Aufrufen. Aber fremdes Eigentum zu beschädigen, Menschen zu nötigen, Notfallpersonal zu blockieren, Notrufe zu missbrauchen, das geht nicht. Das ist strafbar und das können wir nicht akzeptieren. Ich
muss Ihnen leider sagen, ja? Es ist so, dass Deutschland das bremst, weil Deutschland und die EU ein großes Glaubwürdigkeitsproblem haben. Wenn im Moment so um die 30 Gasschiffe vor der Küste warten darauf, dass die Gaspreise hier steigen. Und es ist das Gas, was in Bangladesch oder in anderen, in Indien, für die Produktion von Dünger gebraucht werden könnte. Dann hat Europa ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil wir nämlich seit 20 Jahren den Ländern im Süden sagen, ihr müsst runter und raus aus den Fossilen. Und jetzt, wo wir ein Problem haben, haben wir einen Bundeskanzler, der sagt, aber bitte Senegal, förder doch wieder Gas. Und das führt dazu, dass wir auf dieser Klimakonferenz, und das habe ich sehr, sehr klar erlebt, bei vielen Ländern nicht mehr als die Sachwalter für Klimaschutz gelten. Und das führt zum Zweiten dazu, dass, und das ist wirklich ein Problem, dass die Chinesen, denen das bisher ziemlich egal ist, sehr viel verhindern konnten. Schlicht und einfach, weil Europa einen Glaubwürdigkeitsverlust hat. Ich glaube übrigens auch nicht, dass es schon reicht zu sagen, das machen wir und das machen wir und das machen wir. Weil wir müssen uns ja an den Zielen orientieren. Oder um einfach zu reden, wir müssen uns an der Realität orientieren und an der Notwendigkeit. Das heißt, wir müssen in unserer Politik extrem radikal sein. Und dafür brauchen wir alles. Das ist die Bundesregierung nicht. Wir sind im Moment, und das hat mit den Dingen zu tun, die hier besprochen worden sind, nicht radikal genug, das stimmt. Im Moment ist es die deutsche Bundesregierung, die Recht bricht. Die Bundesregierung hat ein Klimagesetz gemacht, das sie nicht einhält. Das haben die Klimaexperten, die die Bundesregierung selber bestellt hat, der Bundesregierung bescheinigt. Und es ist die FDP und der FDP-Minister, der im Verkehrsministerium sitzt, der dafür sorgt, dass wir unsere Klimaschutzziele nicht einhalten. Also wir haben junge Leute, die, wie Sie sagen, das Recht und das Gesetz brechen. Wir haben aber auch eine Bundesregierung, die das tut. Nein, Frau Pinsler, das können Sie nicht so vergleichen, weil wir hier eindeutig einen Bruch von Strafrecht haben. Wir sind im Moment in einer Ausnahmesituation. Es kann ja nicht ernsthaft die These sein, dass wir sagen, wir schicken die Gasschiffe wieder weg, weil wir eher bereit sind, dass in Deutschland im Winter Wohnungen nicht beheizt werden, um diese Ziele einzuhalten, sondern wir sind in einer Ausnahmesituation, die haben wir uns nicht ausgesucht. Es wird Energie als Waffe gegen unser Land eingesetzt, um unseren Bürgerinnen und Bürgern zu schaden. Und die oberste Aufgabe, die auch das Grundgesetz dieser Bundesregierung überträgt, ist dafür zu sorgen, dass wir durch diesen Winter und auch durch den nächsten Winter kommen.